Heute möchte ich euch diese Leckerei vorstellen. Marinierte Hähnchenspieße in Joghurt-Zitronensauce. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Für dieses Rezept benötigt ihr folgende Zutaten. Für 2 bis 3 Personen 16 Hähnchen-Innenfilets, Marinade bestehend aus 200 ml Wasser, 2 Esslöffel Gewürzbooster, 300 g Naturjoghurt, Salz, 100 ml Rapsöl, ein gestrichener Teelöffel Rohrzucker, Zitronensaft von einer Zitrone, 1 Esslöffel Essig und dann kommen noch die Gewürze dazu, 2 Teelöffel Zwiebeln, gefriergetrocknet, ein gehäufter Teelöffel Paprika, edelsüß, 1 Teelöffel Kurkuma, Pfefferschwarz, 1 halber Teelöffel Koriander, 1 halber Teelöffel Kreuzkümmel, 1 halber Teelöffel Ingwer, 1 halber Esslöffel Knoblauch und 1 Esslöffel frische Petersilie. Dann lasst uns mal anfangen. Ich habe die Marinade gleich in dem Gefäß zubereitet, in dem später dann auch die Spieße lagen. Als erstes wird aus dem Naturjoghurt und dem Öl eine sämige Verbindung hergestellt. Damit die Marinade wirklich schön frisch schmeckt, ist frisch gehackte Petersilie ein wichtiger Bestandteil. Petersilie ist aber sehr dominant, deswegen reicht hier wirklich ein Teelöffel voll. Eine Grundregel bei dicken Marinaden oder Soßen ist, die Zutaten immer gleich verrühren, damit sich keine Gewürznester bilden. Gewürznester sind Zutaten, die zusammenkleben und beim Draufbeißen unangenehm schmecken können. Ich hatte ja in den Zutaten bereits meinen Gewürzbooster erwähnt. Das ist Würze zum Nachwürzen, Verfeinern und Veredeln. Die findet ihr hier oben in diesem Video. Wie gesagt, alles immer wieder gut verrühren und dann kommen alle anderen Zutaten ebenfalls hinzu. Achtet darauf, dass ihr alle Gewürze nach der Rezeptbeschreibung verwendet. Es soll nichts hervorschmecken, denn das ist das Geheimnis einer guten Marinade. Wenn alle Gewürze in der Marinade sind, dann kann abgeschmeckt werden. Wie ihr seht, habe ich nochmal mit Gewürzbooster und Zitrone nachgewürzt. Wie man aus zahlreichen Videos von mir weiß, bin ich ein Fan von Knoblauch. Ich habe meine eigene Knoblauchpaste verwendet. Und so sieht dann die Marinade fertig aus. Jetzt werden 2 oder 3 Hähnchen-Innenfilets auf Spieße gesteckt und dann ab in die Marinade. Wenn sie 4 Stunden schön durchgezogen sind, dann können sie gebraten werden. Etwas Butterschmalz in eine heiße Pfanne, nicht zu viel, da ja die Marinade ebenfalls schon Fett enthält, geht's ans Ausbraten der Spieße. Von allen Seiten 3 bis 4 Minuten und dann kommt die Marinade als Soße dazu. Alles nochmal kräftig aufkochen lassen und dann kann angerichtet werden. Bei mir gab es Salzkartoffeln und einen erfrischenden gemischten Salat dazu. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.